Hallo und willkommen bei Lunge bewegt. Ich habe heute im Interview den Herrn Dr. Jaksch, der in der internistischen pulmologischen Betreuung vor und nach Lungentransplantationen in der Thoraxchirurgie beschäftigt ist und uns betreut, also auch mich betreut. Ich darf ihm heute ein paar Fragen stellen zum Thema Bewegung im Allgemeinen und aber auch im Besonderen zu Bewegung für transplantierte Patientinnen. Die grundsätzliche Frage ist, wie wichtig ist denn Bewegung für lungentransplantierte Patientinnen? Ich glaube, das ist keine Frage. Es ist, jeder Mensch braucht Bewegung regelmäßig und das ist klarerweise bei Transplantierten vor oder nach Transplantation das Gleiche. Und die sind klarerweise kränker oder halt sind sie entsprechend auch schlechter beieinander als gesunde Menschen. Deswegen brauchen sie entsprechend mehr Motivation, was zu machen, schon vor der Transplantation und natürlich dann nach der Transplantation muss er mehr, und zwar nicht nur kurzfristig nach der Transplantation, sondern echt das ganze Leben nach Transplant sollte mit körperlicher Betätigung, was auch immer das sein mag, kombiniert sein. Da gibt es ganz klare Daten dafür, dass das je mehr Sport oder mehr Betätigung körperlich gemacht wird, desto besser geht es dem Patienten, desto besser ist die Psyche und auch die Lungenfunktion auf lange Sicht gesehen stabiler. Das ist eine ganz klare Zusammenhang und das liegt, glaube ich, daran, dass das Bewegung, der Mensch braucht Bewegung und jede Bewegung hat einen guten Einfluss auf Psyche, Körper und auf das Langzeitüberleben. Haben Sie gleich meine zweite Frage vorweggenommen, welche Dinge sich dadurch verbessern? Einfach alles, könnte man sagen. Also eine moderate, angepasste Bewegung, muss man ja auch immer dazu sagen, dass man da auch nicht übertreiben sollte, vor allem direkt nach einer Transplantation gibt es ja einige Dinge, die man beachten muss, zum Beispiel keinen Druck auf den Brustkorb auszuüben und einfach langsam eher zum Beispiel die Beine zu bewegen und in die Kondition. Auf lange Sicht kann man alles machen, wenn völlig, also körperlich gesunder wäre, natürlich, wenn ich jetzt eine schwere Osteoporose habe, werde ich jetzt nicht unbedingt 100 Kilo stemmen müssen, aber das kann man entsprechend, da gibt es ja teilweise gute Therapeuten, die genau sagen, was man, welche Sportarten und welche Tätigkeiten man machen sollte und welche nicht. Ich habe vor kurzem erst für mich entdeckt, das Atemkrafttraining. Wie effektiv finden Sie denn das? Gibt es da Ihrer Meinung nach Verbesserungen oder gibt es da sogar Studien darüber, die zeigen, dass das Atemkrafttraining nach einer Lungentransplantation effektiv nochmal Verbesserungen herbeiführen kann? Das ist keine Frage, wenn ein Patient muskulär sehr schlecht benannt ist, das ist also ein chronisch Kranke oft der Fall ist, dann gibt es ja schon bei anderen Lungenkranken auch den Evidenz, dass man die Patienten schon zuerst Atemmuskeltraining machen lässt, damit also die Inspirationskraft besser wird. Das heißt, das ist sicher wichtig und je mehr ich sozusagen Kraft im Einatmen habe vor der Transplantation, desto mehr habe ich danach auch. Das geht natürlich nicht immer so gut vor der Transplantation, mit einer kaputten Lunge kann man das nicht immer so optimal trainieren. Danach, wenn das Zwerchfell sozusagen schön wieder schön oben steht, dann, oder halt nicht mehr so fixiert ist, es kommt dann welche Krankheit, ich habe deswegen, ist es bei jedem verschieden, kann man natürlich nachher das ganz gut messen, die Atemkraft, und dann entsprechend gibt es also alle möglichen Geräte oder auch ganz simple Sachen, um die Inspirationskraft zu erhöhen und die Ventilation der Lunge zu verbessern und damit die Infektionskomplikationen zu reduzieren. Also es gibt, glaube ich, keine Studien genau über Lungentransplant, was ist mit der, es gibt hier keine Profi-Studien mit randomisierten Daten, das nicht, aber es gibt ganz klare Erfahrungswerte von Physiotherapeuten oder von vielen Rehab-Zentren, wo sagen, dass es eine Atemmuskeltraining bringt, auf jeden Fall was, ne? Und es schadet nichts. Das ist das Wichtige. Es ist simpel und es hat ja keine große, ist zum Beispiel keine spezielle, auch keine hochtechnische Ausrüstung dafür. Ja, das stimmt. Eine Frage von Patientinnen war sehr oft, woran erkennt man denn, wenn man zu viel oder zu wenig gemacht hat? Und es kam eine ganz spezielle Frage auch bezüglich Training, wenn das Zwerchfell eingerissen ist. Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, aber ich stelle sie trotzdem zusammen. Ja, wenn es zu wenig ist, merkt man, es geht nichts weiter. Also wenn ich jetzt zu wenig trainiere, dann wird sich in den nächsten Wochen nicht viel tun. Dann merke ich keine Besserung. Das merkt man sicher auf dieser Basis. Muss nicht immer sein. Es kann auch sein, dass durch die Medikamente, die ich jetzt stückelig habe, dass eine Infektion hat, dass ich jetzt einfach, da geht nichts weiter, trotzdem ich mich bemühe vielleicht. Ja, das kann also, dass man jetzt zu viel macht. Wie gesagt, das ist eine Frage. Man kann also, man merkt, man sollte es selber merken. Wenn man sich körperlich, muskulär zu sehr betätigt, dann hat man einfach Schmerzen. Und tut weh, dann höre ich auf. Wenn ich jetzt operationsnah bin, tut dann einfach furchtbar weh, dann mache ich eben nicht mehr, als das sozusagen moderater Schmerz auszuhalten ist. Das ist das Gleiche beim Ausdauertraining. Wenn ich jetzt völlig erschöpft und zusammenbreche oder was ich da beim Training, beim Ausdauer, dann kann man sich auf die Herzfrequenz noch verlassen. Da gibt es also entsprechend auch
der gleiche Herzpuls und was ist der maximale Puls, das kann man entsprechend auch dann ganz gut steuern, das kann man auch den Therapeuten fragen. Das ist für jeden ein bisschen anders, aber man kann sagen, was ich, man sollte die maximale Herzpuls, man sollte, was ich, wenn ich jetzt sage, 100, das ist irgendwie 220 weniger im Alter, sozusagen die maximal Frequenz, was so sagen kann, und die sollte man bei Weitem also nicht erreichen, wenn ich jetzt ein Ausdauertraining mache. Wenn ich sage, ich bin jetzt 60, aber Maximalfrequenz von 160, die ich erreichen sollte, also mehr soll es nicht sein. Und aber wenn ich trainiere, sollte ich dann also 30% weniger, bei 120 bis 130 sowas. Aber das ist jetzt so Faustregeln, die man dann entsprechend mit den Therapeuten aber auch dann sage ich, messe halt meinen Ruhepuls, schaue jetzt sozusagen, weil wie alt bin, was ist mein Maximalpuls, den ich haben sollte. Und dazwischen schaut man, dass man wenn ich zwischen 80 und 160 den Range habe, zwischen Ruhepuls und Maximalpuls, gehe ich halt auf 60%, also plus 60% dazu, komme ich 130, 140 als Trainingspuls, nicht so in diesem, aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nur eine Faustregel, die man nicht immer relativ gut auch mit einer Ergometrie bestimmen kann, und das kann der Therapeut im Rehab kann das sehr ganz gut sagen, wie das ausschauen sollte, ja. Super. Sie haben ein Projekt über Bewegung von und mit lungentransplantierten Patientinnen und Sie waren auch auf dem Kilimandscharo. Was war das Ziel für diese Expedition und wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen? Ja, das Ziel war ganz klar, dass man es den Leuten einmal zeigt, was sie zusammenbringen können. Also dass man den Patienten und auch den anderen Menschen sagt, was die alles können, wenn sie optimal trainiert sind und wenn sie auch motiviert sind. Das war jetzt auch für die Medien ganz gut, sowas mal zu zeigen, dass damit die Leute glauben ja oft, ein transplantierter Patient, der sitzt dann nachher davon zu Hause und macht gar nichts. Also das ist oft eine völlig falsche Patienten. Man sieht die halt nicht und man glaubt, man erkennt einen Patienten, dass man, der schaut ja ganz anders aus vielleicht, ne? Der ist ja ganz krank und deswegen glauben die gar nicht oft, dass ein Patient wieder mitnimmt, das ist der Transplantier gar nicht sein. Ne? Der ist ja, der schaut ja völlig normal aus. Ne? Das ist mir das eine. Und dann zu sagen, wichtig ist eben, dass man diese Leute, die da mitgehen und dass die nicht die Motivation hatten, das mal herzuzeigen, damit sie zeigen, was sie können und das Ganze dann auch im Fernsehen und den Leuten präsentieren können. Und das war wirklich sehr erfreulich, weil das hat also wirklich sehr gut geklappt. Die Leute sind ja extrem motiviert gewesen. Also ich konnte gar nicht alle mitnehmen, die mitgehen wollten. Deswegen haben wir schon ein zweites Projekt gemacht, zwei Jahre später in Marokko mit einem etwas flacheren Berg. Und das hat sich also alles eigentlich perfekt, hat dort sehr gut funktioniert. Es gab keine gröberen Probleme. Es ist keiner krank geworden. Es ist auch, glaube ich, auch keiner gestorben. Das sieht man ja. Es wurde also sehr, sehr gut vorbereitet, dass nichts passiert. Es ist schon ein bisschen eine Grenz, also Kilimandscharo war schon nicht ganz, ganz ungefährlich im Sinne von, wenn da was passiert, da oben auf 6000 Meter, da kann man nicht viel machen. Nicht? Da ist kein Hubschrauber in der Nähe, das muss man alles prophylaktisch und so weit optimieren. Es wurde alles eigentlich nach Ziel entsprechend, haben wir das zusammengebracht, da sind auch fast alle raufgekommen. Und die Ergebnisse, es wurden dann zwei Papers geschrieben, also eines über den Kilimandscharo, eines über die Marokko-Ausflug, und das wurde dann wissenschaftlich publiziert. Und mit dem Ergebnis, dass man eigentlich sagen kann, die Patienten haben die gleiche Leistung gebracht, also die sind genauso fit gewesen oder sogar fitter als die Begleitpersonen, ne? Im Sinne von gleiche Sättigung, gleiche Herzfrequenz, gleiche, also es gab keine Unterschiede in den Gruppen. Es gab dann im Ultraschall ein bisschen was anderes zu sehen beim Herz, es gab dann vielleicht ein bisschen andere Flüssigkeitsansammlungen da bei diesem Ultraschall, den ich gemacht habe vom Rhythmusfehler, aber das waren also eher wissenschaftliche Differenzen, die der Mensch nicht merkt. Also, und auch die das war einer der Dinge, war auch, dass wir schauen, wie die Medikamentenspiegel sich da am Berg verhalten. Und das irgendwie jetzt, wenn ich jetzt auf 4000 Meter bin, ob ich da irgendwie schlechter, besser resorbiere oder ich dann irgendwie aufpassen muss, da hat sich gar nichts getan. Also auch als eine Safety-Sache, wenn ich weiß, jetzt als Patient nach Lungentransplantation, ich kann also auf einen 4000 Meter hohen Berg gehen und eine Woche oben bleiben und bin also auch genauso sicher immunsupprimiert, wie ich jetzt in einem Meeresniveau wäre. Nicht? Also das heißt, man kann als Sicherheit von mir beweisen und die Leistungsfähigkeit war so ganz, ganz klar, dass das es gibt keinen Unterschied zwischen einem gut trainierten Transplantierten und einem normal trainierten Nicht-Transplantierten. Sie haben gesagt, die haben speziell trainiert? Nein, nicht speziell. Wir haben auch, wie wir es ein Jahr vorher angefangen, wenn Sie mal zur Ergometrie wurden, es war so eine klare Sache, wer darf denn nicht mitgehen? Also was muss die Leistungsfähigkeit muss sein, muss also 100% seiner Leistungsfähigkeit muss der plus minus erbringen, also das kann man leicht alles messen, das sollte nicht mit 60% starten. Und wenn er das nicht hatte, ein Jahr vorher, dann hat er trainiert, bis er in diesem Bereich gekommen ist. Das haben alle gemacht, brav. Und sonst waren also das Wichtige, was er sonst, ob jetzt, wie gesagt, wie die Nierenfunktionen, wie die sonst im Organfunktionen sind, ob das ein Risiko ist, nicht? Da gibt es ja auch keine Guidelines. Also ich habe gefragt, damals irgendwelche Nephrologen, wie schlecht darf die Niere sein, aber ich jetzt sage, wir nehmen jetzt mit auf den Kilimandscharo, es gab da keine wirklichen
Vorgaben von irgendwelchen Societies. Es gab also außer der Leistungsfähigkeit und teilweise sonst irgendwelche anderen schweren Organfunktionsstörungen, gab es kein Problem mitzugehen. Ja. Wichtig ist, dass er fit war. Ne? Also 100% Leistungsfähigkeit, dass man jetzt sozusagen in den Ergometriedaten messen kann. Nicht? Eine Frage wäre jetzt noch, ob es Ergebnisse gegeben hat, die es überrascht haben. Überrascht damit, dass die genau die gleichen klinisch als gleichen Parameter waren, also da gab es keine Unterschiede zwischen, das ist natürlich mit der Frequenz höher, also das Setting doch dann vielleicht sogar schlechter in der Höhe, das hat sich also alles eigentlich als völlig genau gleich erwiesen, ja. Es gab also keinen Unterschied und das war vielleicht die Überraschung, dass es nicht keinen Unterschied gibt. Das ist wirklich großartig eigentlich, dass ja, man nach einer Lungentransplantation auch mit Bewegung, ein bisschen Glück hat auch dazu, aber mit Bewegung und Training eigentlich wirklich fast wieder wie ein gesunder Mensch sein kann. Genau, das war so immer diese Mehr aus den 90er Jahren des letzten Jahrtausends, dass die ersten Publikationen über die Lungentransplant war immer, ich glaube, die meinen, die können nie 100% Leistungsfähigkeit bringen. Also aufgrund der Immunsuppression oder aufgrund der Erkrankung der chronischen werden sie nie 100% Leistungsfähigkeit bringen können. Das waren die ersten Publikationen in den 90er Jahren. Und das haben wir wieder legen können. Die Leute haben also 100% oder sogar mehr als 100% Leistungsfähigkeit gehabt. Natürlich nicht im ersten Jahr machen. Frühestens ab dem zweiten Posttransplant, ja, darf man den mit draufnehmen. Nicht zu früh, sonst, das war das eine der Punkte, das muss also 2 Jahre schon nach der Transplantation sein. Also das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Ich bin ja jetzt auch 2-fach lungentransplantiert und ich bemerke 2 Dinge. Ich kann schon 100% Leistung erbringen, allerdings nicht so kontinuierlich, wie ich es früher gewohnt war. Das heißt, ich brauche einfach längere Regenerationsphase für den Körper. Aber das ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich und bei der zweiten Transplantation wahrscheinlich auch nochmal anders. Es ist sicher so, dass natürlich der Körper merkt schon was an den Medikamenten, keine Frage. Also wird man trotzdem auch älter. Also sagen, es ist auch, wenn man jetzt vor 10 Jahren war ich anders fit als jetzt. Also auch unabhängig davon. Wenn ich jetzt 20 bin, habe ich sicher ganz andere Performance, wenn ich jetzt 40 bin. Nicht? Mhm. Auch wenn ich jetzt keine Transplantation hinter mir habe. Ja. Das ist 10 Jahre später bin ich einfach weniger belastet, auch länger, um mich zu regenerieren. Auch wenn ich jetzt kein Immunsupressant kriege. Und mit dem dazu noch. Mit der dazu kann so sein, dass man dann auch die Leistung bringt, aber halt einfach längere Zeit zum Regenerieren braucht, als ein nicht ganz mit der Jüngeren. Nicht? Ja. Man muss aber seine Grenzen kennen. Für mich ist einfach super das Ergebnis, dass ich sage, mit Bewegung kann ich einfach auch wirklich tolle Sachen noch machen. Wir haben es vorher schon mal besprochen, Bewegung wirkt sich gut auf die Psyche aus. Ich habe noch eine Psychologin von der Reha Innsbruck, die ich dazu noch ein bisschen mehr befragen werde, weil grundsätzlich weiß man, wenn man sich bewegt, fühlt man sich wohler und das ist bei Transplantierten auch so. Das haben wir vorher schon kurz angesprochen. Jetzt gibt es Patientinnen, Sie haben es vorher erwähnt, die konnten nicht mitgehen auf den Kilimanjaro, weil sie nicht die Ansprüche erfüllt haben. Wenn man jetzt eingeschränkt ist, ich hatte ja eine chronische Abstoßung, relativ lang eigentlich. Ist der Konditionstraining trotzdem indiziert? Kann das verbessern? Und was wird da empfohlen? Bei der chronischen Abstoßung jetzt. Das entspricht ja wie jetzt, wenn ich jetzt eine COPD, was ich 2, 3, 4 habe. Also eine Chronik ist ja nichts anderes als ein wenig Atemfluss in den Atemwinkel. Das heißt, das spricht nichts dagegen, dass man trotzdem genauso trainiert. Und ich mit einem geringeren Leistungslevel klarerweise, aber das heißt, ich glaube, jeder Patient mit einer COPD 3 oder 4, also wenn der 50% oder weniger von seinem Bestwert hat, soll trainieren. Das Wichtige ist auch, die Lunge wird damit zwar nicht besser, aber man kann jetzt, je fitter ich bin, desto mehr kann ich aus dem Sauerstoff, den ich jetzt mit der Lunge aufnehmen kann, noch herausholen. Nicht? Also je fitter man ist, was jedes Konzept, jeder Reha ist, also wenn es aber gar nicht mehr gut funktioniert, wenn ich den Rest optimiere oder verbessern kann, wird die Lunge oder das Organ, was jetzt krank ist, damit trotz allem mitgenommen werden, das kann, und der Körper kann mehr leisten, als wenn ich jetzt gar nichts mache. Ne? Ja. Auch die ganze, teilweise der Body Shape, also wenn ich jetzt einfach Idealgewicht habe, ist besser, als wenn ich jetzt ein BMI von über 30 habe. Ne? Das ist auch das, wenn ich jetzt 10 Kilo mehr schleppen muss, so ein Fett, werde ich schon merken. Ne? Auch wenn ich jetzt eine ganz gute Lungenfunktion hätte, wenn ich jetzt aber schon schlechte habe, kann dann mein Gewicht entsprechend adaptieren oder verbessern, dann werde ich also auch mehr Leistungsfähigkeit haben. Wenn ich jetzt 10 Kilo weniger mitschleppen muss, das ist eh banal, aber das gibt es keinen Grund, also ganz wurscht, wie schlecht die Lungen funktionieren. Und wenn ich sage, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, zusätzlich eine kardiale Beteiligung, weil jetzt das rechte Herz, dann gibt es Limits. Aber wenn ich sage, man hat jetzt eine chronische Abstoßung, gerade was ich 2 bis 3, dann spricht nichts dagegen, dass man, das ist sogar besser. Das heißt, die meisten, die eine schlechte Lungenfunktion entwickeln und dann was tun, sind meistens die dann die Lungenfunktion eher konstant halten, wenn ich jetzt gar nichts mache. Nicht? Wenn ich
Infekt und alles gleich vermeiden können, eher wenn ich jetzt die Lunge ordentlich belüfte, als wenn ich jetzt dauernd saß als Couchpotato am Bett liegen und nichts tun und nur dann gehört der Lunge nicht belüftet. Ne? Also ich habe festgestellt, so ab 20% Lungenfunktion wird es dann mühsam. Ja, dann merkt man halt die Luft. Ne? Ja. Langsam geht es dann immer noch. Man kann immer was machen, auch wenn man, der Mensch kann trainieren, auch wenn er mit dem Finger meinen Finger heben kann, kann man den trainieren. Ne? Das ist übertrieben plakativ, aber man kann, sozusagen, man soll nichts machen, ist das Schlechteste. Man kann immer was machen und das, ja, was auch immer das heißt, man mit 5 Watt am Radl fahren, ne, zum Beispiel. Das ist auch das, was die dann, die können 5 oder 10 Watt treten am Rad. Aber warum nicht? Nimmt man Sauerstoff und ich trete ein bisschen am Rad und hab damit Kraft in den Beinen. Oder erhalte mir die Kraft in den Beinen, nicht ich. Sonst ja, sehr wichtig. Nichts braucht verlieren. Ne? Was weg ist, ist weg. Ne? So, was weg ist, ist weg, meinen Sie jetzt die Lungenfunktion? Ne, genau, bei einer chronischen ist die Lungenfunktion, die kann man nicht mehr regenerieren. Also wie ein COPD-Patient oder ein zystischer Fibrose, wenn es die Lungenfunktion weg ist, dann kann man sagen, die werde ich nicht mehr regenerieren, man kann den Rest nur die Verpackung verbessern, nicht? Mhm. Und das optimieren. Ja. Oder und dann halt dann am Ende will ich transplantieren, wenn ich jetzt nicht mehr weiterkomme. Also das habe ich bemerkt und ich konnte, das Bett hat nicht funktioniert zum Raufheben, ich konnte noch auf die Schleuse hüpfen. Und was auch gut war, ist diese Maske, diese Respirationstraining, was da gemacht worden ist, konnte nach nicht einmal 2 Tagen, konnte man das schon wegnehmen, weil die Lunge schon gut geatmet hat. Das habe ich auch den Yoga-Atemübungen zugeschrieben. Weil auch wenn die Lunge dann drinnen neu ist, das Gedächtnis des Körpers und der Muskulatur ist ja nach wie vor dasselbe. Ne? Ja. Super. Es gibt Menschen, die nach einer Lungentransplantation sich zwar bewegen, aber trotzdem nicht abnehmen. Ich hoffe jetzt, dass diese Frage inkludiert hat, dass man sich auch gesund ernährt und entsprechend viel bewegt oder genug bewegt. Aber ich weiß das von meiner Erfahrung auch. Ich bin jetzt 3,5 Jahre retransplantiert. Ja, 3,5. Ich habe dann durch die Medikamente auch zugenommen. Also ich hatte von meinen 42, mit denen ich transplantiert worden bin, 1,5 Jahre später 62 und bin jetzt wieder zurückgeschrumpft auf ein Normalgewicht für mich. Ich habe immer normal gegessen und mich bewegt und trotzdem war auf einmal da ein sehr steiles, eigentlich nach unten gehen und hat sich dann stabilisiert. Gibt es da einen Zusammenhang, weiß man das, dass Patientinnen direkt nach einer Transplantation vielleicht auch durch die Medikamente zunehmen, wo es dann schwierig ist abzunehmen? Ja, erstens das Cortison, das ist keine Frage. Ne? Das Cortison, wenn man aber mehr Appetit hat, dann isst schon mehr. Mhm. Also Wasser wird zurückgehalten, das Fett wird anders angelagert, das ist schon was. Aber das ist im ersten Jahr nach dem ersten Jahr ist die Cortisondosis extrem wenig und dann ist also das mit 5 Milligramm Cortison in meiner Stufe, ist das eigentlich nicht der Hauptgrund, dass man nicht abnimmt. Ja? Das ist immer das Nächste. Ne? Oder Appetit. Und Cortison ist jetzt ein appetitanregendes Medikament. Ne? Und wenn ich jetzt 30 Milligramm schlucke im ersten halben Jahr oder 25, dann habe ich einfach, esse ich halt mehr. Das Cortison ist der Trigger, aber das Essen ist schon, das Gewicht macht das Essen. Ne? Ohne Essen keine Gewichtszunahme. Ja, also wenn ich jetzt mehr verbrenne, das ist auch ganz gut, aber durch Bewegung meistens nimmt man natürlich ab. Das ist so, man wird fit, aber man nimmt nicht Gewicht ab durch Bewegung. Man muss aber weniger essen. Das heißt aber auch dranbleiben. Weil ja, also im ersten ist sicher schwierig. Im ersten ist es schwierig, keine Frage. Da hat man Appetit, erstens hat man Luft, zweitens hat man Cortison, drittens genießt man das Leben dann. Nicht? Dann wenn ich jetzt, kann ich jetzt keine essen, jetzt kriege ich Luft beim nach dem Essen, na klar, esse ich dann mehr. Nicht? Also nehmen die meisten, ersten halben Jahr nehmen sie die meisten, was ich habe 5 bis 10 Kilo zu. Einige schaffen es dann auch wieder dann sozusagen runterzuschrauben und sich entsprechend dann zu. Am Leben zu reißen und weniger zu essen und halt normal zu essen. Und was auch immer das heißt, das ist wieder, wissen jetzt, es gibt einige, die nehmen das extrem leicht zu. Und einige können essen und nehmen gar nicht zu. Das ist halt gemein, aber. Aber das Gewicht liegt immer am Essen, ja. Und nicht am körperlichen Tätigsein. Das ist auch. Es gehört einfach eine Balance. Dazu, ja. Aber, wie gesagt, jeder kann abnehmen. Es ist halt für einige leichter zu hungern und einige halten das nicht aus. Ja, ich bin immer für Ernährungsumstellung. Ja, das auch, ich denke damit, aber das ist auch das, wenn ich jetzt jeden Tag ein Schnitzel essen möchte oder einen Hamburger essen möchte, wäre mir schwerer tun, als abzunehmen, wenn ich jetzt nur den Salat aus dem Hamburger rausnehme. Viel dieser Thema ist, es werden schon Patienten im ersten Jahr verdoppelt vom Gewicht, nicht? Von 60 auf 130. Also ich weiß, meine 10 Kilo mehr haben mich echt Kraft gekostet und ich bin sehr dankbar, dass das jetzt wieder weg ist. Ich muss auch sagen, in der Wartezeit für die Lunge habe ich einfach einen Energieverbrauch gehabt, der war ein Wahnsinn. Also da habe ich das Doppelte gegessen von dem, was ich normalerweise esse und habe trotzdem abgenommen. Nein, aber wenn man dann normal atmet und normal isst, dann ist halt die Relation, dann geht das
geht er gut drauf, ist ein gutes Zeichen, wenn man zunimmt. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man gesund ist. Aber das ist ja die Frage, wie weit ich das dann zulassen darf. Wenn man transplantiert ist, kriegt man auf einmal wieder Luft. Also es ist ja fast ein Schock, dass man von eben zum Beispiel 15% Lungenfunktion auf normale 45 bis 50, auch mit Schnitt direkt nach der Transplantation, man kriegt auf einmal wieder Luft. Und ich beobachte das bei vielen Patientinnen im ersten Jahr, man ist ein bisschen so wie ein Gummiringel, dass man so loslässt, dass man dann auf einmal sagt, boah, jetzt kann ich wieder, jetzt mache ich wieder. Und da ist man meistens sehr motivierter, auch was zu tun, weil es macht einem dann wieder die Bewegung ein bisschen Freude, es macht einem Freude, mit den Kindern vielleicht zu spielen und so. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht, tendieren dann die Patientinnen dazu, sich zu überfordern und dann im Nachhinein dann weniger zu tun, weil sie sagen, puh, das hat mich jetzt so angestrengt? Was ist Ihre Beobachtung da? Das ist ganz verschieden. Einige sind also, einige machen trotzdem nicht sehr viel. Also einige machen wenig. Wenn das Rehab zu Hause sind, dann froh, wenn sie mal nichts mehr machen müssen. Also ist, ein Teil ist sicher extrem. Also ein Teil ist die sind also die Prozent, ich würde sagen 20-30% sind also eher die, die halt dann endlich das auch nachholen können, was sie jetzt nicht machen konnten und dann aber erstens dann gehen sie nach halben Jahr schon arbeiten. Dann arbeiten sie nicht nur 10 Stunden, sondern 40 Stunden. Also auch körperlich, dann gehen sie halt wandern oder betreiben also Handballtraining, bis halt ihnen die Muskeln krachen. Ja, aber das ist, wir merken die dann meistens rein selbst, dass es zu viel ist. Also man sollte nicht übertreiben, vor allem im ersten Jahr nicht. Das ist keine Frage. Danach, glaube ich, kann man ganz normal leben und auch übertreiben. Aber im ersten Jahr ist sicher so, dass die Ausdauer durch das Cortison und die Medikamente schlechter sind und dass man sich aber nicht entsprechend und die Erschöpfung, man ist halt leicht erschöpft auch geistig. Nicht? Ich kann das, man schlaft vielleicht schlechter, man kann sich nicht so lange konzentrieren und das, wenn ich jetzt dann nach einem halben Jahr schon voll in mein Berufsleben einsteigen möchte, was einige dann machen, das ist meistens dann nicht gut. Das ist zu viel. Nicht? Bei der ersten und bei der zweiten Transplantation habe ich so nach circa 2 bis 3 Jahren ein Plateau erreicht, von dem, dass ich sage, okay, jetzt fühle ich mich kraftmäßig wieder richtig gut. Wenn ich jetzt auf dem Level bleibe und mich halten kann, vielleicht ein bisschen noch stärker werde, dann ist es super. Sie reden jetzt von einem Jahr nach der Transplantation. Sie haben aber gesagt, beim Kilimanjaro waren 2 Jahre. Also haben Sie die Erfahrung, die Beobachtung auch gemacht, dass einfach muskulär und kraftmäßig und eben die kognitiven Leistungen einfach nach 2 bis 3 Jahren erst wieder sich sozusagen stabilisiert haben? Ja, also im ersten Jahr ist sicher, dass da sollte man nicht übertreiben. Nicht? Also immer. Dann im zweiten Jahr ist ja die Zeit, und dann, ich kann es dann gezielt trainieren, wenn ich bin also sozusagen in einer moderaten Medikation, die dann stabil bleibt, wo ich sage, ich habe jetzt dann keine, auch die Erwartung, dass ich jetzt Infektionen kriege, also Gröbe oder Abstoßung ist im zweiten Jahr dann schon sehr gering, dass die ganzen Dinge, die einen zurückwerfen können, wenn ich im ersten Jahr, dass da meine Cortisondosis 1-2 Mal mehr, dann kriegst du einen Infekt. Das sind alles Dinge, die mir jetzt sofort wieder die ganze, den Aufbau wieder verschlechtern. Das ist so ein wellenförmiger Verlauf. Also im zweiten Jahr ist das meistens dann schon schwierig, ab dem dritten haben die meisten, da gibt es auch nicht mehr Infektionen als bei anderen Gesunden, also höchstens eine chronische Abstoßung, aber sonst, wenn es ein Patient mit völlig normaler Lungenfunktion und sonst guten Organfunktionen sind, ab dem dritten Jahr ist er wie ein Gesunder, nicht? Von der Infektion, die er kriegt, und dass er abstoßt, ist, also akut Abstoß ist eher, wenn er seine Medikamente schluckt, ist sehr unwahrscheinlich. Also er kann dann nach Jahren in eine chronische reinrutschen, nicht? Das ist leider unsere Fachstelle, kann man sagen. Ja. Wie kommt so eine chronische Abstoßung zustande? Also es gibt viele Faktoren. Es ist sicher so, dass die Lunge ist natürlich jetzt von der Regenerationsfähigkeit nicht so gut wie bei einem Gesunden. Also wenn ich jetzt jedes Ereignis, das man hat in der Lunge, so Abstoßung, Infektionen, macht der Lunge einen Schaden, der nicht mehr ganz reversibel ist. Und es ist sicher eine Frage des Alters, ein Alterungsprozess. Wenn ich jetzt also, dass nach 15 Jahren nach der Transplant ein Patient noch eine normale Lungenfunktion hat, ist unwahrscheinlich, weil so die Lunge auch durch minimale Traumen einfach beleidigt wird und nicht ganz nicht mehr so gut regeneriert wie bei einem nicht immunologisch geschwächten Menschen. Aber es ist sicher so, dass es eine Summe von vielen Traumen ist, sagen wir so. Viele Dinge, die passiert sind. Und natürlich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich schlucke meine Medikamente, es gibt immer Patienten, wo es klar ist, der hat seine Medikamente nicht geschluckt, nicht? Oder macht immer so wochenendeweise, schluckt er nichts. Das heißt, kumulativ habe ich dann zu wenig Immunsuppression und der kommt dann halt, da läuft halt irgendwas dann ab, was man halt immer gleich merkt und wo es dann mit so einer Zerstörung der Lunge langsam kommt, nicht? Aber es gibt ja leider keine gescheite Frühdiagnostik. Nicht? Wenn ich jetzt mäßig einen Wert, dann weiß ich in einem halben Jahr, wenn es nicht besser macht, irgendwas, eine chronische, das ist leider nicht ganz so leicht. Die meisten arbeiten daran, die meisten Lungenzentren, also die ganzen, jedes Organ,
Die Niere macht das Gleiche, es machen alle Organe das gleiche Problem, nur ist halt auch, die Symptomatik ist halt eine andere, nicht? Und die Inzidenz ist ein bisschen anders bei den Niere kann man dann leicht an den Dialyse setzen. Wenn es jetzt eine chronische bekommt, kriegt er halt einmal. Also das ist eine andere Gefährlichkeit auch nicht. Und Lebensqualität, wenn ich jetzt bei der Niere das mache oder bei der Lunge. Nicht? Ja, wobei Dialyse auch nicht lustig ist. Nein, aber ich kann damit trotzdem normaler leben, als wenn ich jetzt bei uns ins Haus liege im Bett und so machen kann, wenn ich da Luft. Das ist alles schlecht, wenn man krank ist und das ist. Aber es ist das Problem der chronischen Abschluss bei allen Organen halt ein windiges Not. Anderer Klinik und anderen Outcome-Probleme. Ne? Haben Sie schon ein neues Projekt geplant? Ja, der Plan war konkret, also wir wollten Punkt 1, wir gehen dieses Jahr noch mit griechischen Patienten auf den Olymp. Das ist jetzt ein lokales Projekt in Griechenland. Ich gehe da zwei aus Österreich mit, zwei noch Patienten. Das ist aber eher kleiner, das ist auch ein kleiner Berg. Das ist eher so eine symbolische Aktion für das griechische Transplantprogramm, das wir dort im Fernsehen, dass man zeigt, dass das in Griechenland transplantiert wird, inzwischen auch, und dass wir dann zeigen, was die dort können, dass die da Ahnung haben, wie sowas ausschaut. Und dann nächstes Jahr ist dann, also, oder in zwei Jahren ist dann halt in Persien der höchste Berg von Persien geplant. Nicht? Das ist ein sehr schöner Berg, das ist der Dammerwand, der ist auch 6000 Meter hoch. Toll. Also, das war der Plan für eigentlich schon letztes Jahr gewesen. Das war nett, ist halt, natürlich kann man sagen, man macht einmal kleine Wanderungen in Österreich, aber es ist halt nicht so spektakulär, wenn man es dann verfilmen möchte, ist es immer besser, man zeigt irgendwas, was man dann irgendwie halt. Das Marokko-Projekt ist also immer noch nicht fertig, aber es wird im Herbst wahrscheinlich der Film auch rausgehen. Servus TV Oberösterreich wird das zusammenlegen. Das wird auch ganz nett, hoffentlich. Toll. Die allerletzte Frage. Fragen Sie die Patientinnen oder kann man sich bei Ihnen bewerben, wenn da jetzt jemand das Interview sieht und sagt, boah, da will ich rauf? Ja, klar, natürlich. Das sollte man nach einem Jahr dann schon quasi, wenn alles planbar ist, was jetzt früher der Fall war, kann man sagen, ich gehe mal zuerst auf den Berg selber rauf mit einer kleinen Gruppe, mache das alles vorbereiten, dann wird das mal publik gemacht, dass wir da drauf gehen. Dann werden die Interessenten, muss man sagen, okay, was hat der für eine Leistungsfähigkeit? Ein Jahr davor. Wenn es der super ist, kann man sagen, halt das, wenn er jetzt bei 70% der Leistung ist, dann hat er ein Jahr lang Zeit zu trainieren. Dann muss er die Frage, das muss auch finanziert werden, nicht? Das kostet ja auch sowas. Aber vielleicht 2.000 Euro, 1.000 Euro, kommt darauf an, was die Sponsoren, das ist also alles ein Projekt. Also, wir bewerben, wenn ich jetzt weiß, wir machen das 2024, das Projekt, dann kann man 2023 sich immer bewerben, dann werden wir es mal zusammensetzen und das Ganze mal besprechen mit Leistungsfähigkeit, was für Probleme sind und mit den ganzen Kostenfaktoren auch, was wo Geld herkommt, wer uns sponsert und wie wir das Ganze organisieren. Das ist, wie gesagt, kann sich jeder melden bei mir, ja. Ich kenne die meisten. Ich kenne die meisten, also ich bewerbe mich, also wie fit sie sind meistens. Ne? Und alles Genauere kann man dann besprechen, wenn ich weiter mitkommen möchte. Ne? Mhm. Auch die Frage, was er für Erfahrung hat mit was im Zelt, mit Schlafen am 6000 Meter. Also das ist schon ein bisschen je mehr man schon erlebt hat vorher oder in jungen Jahren, desto weniger ist man vielleicht erschüttert, wenn man dann da oben, dass man erfrieren kann. Also es ist schon kalt und und Essen nicht ganz so gemütlich und die Toilette. Also das ist schon eine Frage der Abenteuerlust. Abenteuer, ja, und der Erfahrung am besten auch. Super. Herr Dr. Jaksch, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, für die Beantwortung der Fragen und wünsche Ihnen, dass es ein bisschen planbarer wird in der nächsten Zeit. Kann nur besser werden, hoffentlich. Na gut. Super. Okay. Danke. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja. Ebenfalls.